Wir dürfen vorstellen, das kleine Wallaby-Känguru aus der Oberpfalz und die süße Kuh aus Niederbayern. Was haben die beiden gemeinsam? Richtig, sie sind von zu Hause ausgebüxt und werden seit Wochen gesucht. Mei, das ist schade, wenn es nicht mehr gefunden wird, aber das ist so lieb. Ganz Ostbayern sucht nach den Tieren, doch keiner weiß, wo sie sind. Die Polizei fahndet mit Hochdruck. Wir rollen die Geschichte noch einmal auf. Seit Anfang Dezember sucht das beschauliche Untertraubenbach im Landkreis Cham nach einem Känguru. Sein Besitzer hat es gerade vom Züchter geholt und schon ist es davongelaufen. Warum es so die Flucht gesucht hat, das wissen wir selber nicht. Aus der Sicht vom Tier hat es vielleicht einen Fehler gemacht im Gehege. Es handelt sich ja um ein männliches Tier. Würden weibliche Tiere auf das Känguru warten? Vielleicht hat das Känguru sich einfach in die schöne Landschaft verliebt. Direkt neben dem Ort ist ein Naturschutzgebiet. Hier leben Biber, Wildgänse und jetzt eben auch Kängurus im Einklang. Hin und wieder wird es von den Dorfbewohnern gesichtet, doch das Tier ist für die Polizei einfach zu schnell. Dasselbe spielt in der Nähe von Vilsbiburg. Hier wird eine Kuh gesucht. Kommt Ihnen bekannt vor? Richtig. Vor genau einem Jahr suchte man hier nach Kuh Büxi. Diese hatte sich gut 3 Monate im Wald versteckt. Für die Polizei ist der neue Fall nichts Besonderes, aber... Dass wir natürlich welche bekommen, die dann oft über mehrere Wochen untertauchen, ich sag's jetzt einmal so salopp, das ist eine andere Sache. Da haben wir scheinbar das losgezogen, dass wir das bekommen. Die Vilsbiburger Beamten haben also schon Routine im Kuhsuchen. Da so ein Kalb trotzdem schnell gefährlich werden kann, sind bereits Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Doch die Beamten lassen sich von niemandem an der Nase herumführen und von einer Kuh schon gar nicht. Ab jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft. Unter Umständen auch mit Hubschrauber, unter Umständen mit Feuerwehr. Aber das ist immer Einzelfallentscheidung, das kommt auf die Umstände drauf an. Warum es gerade immer Tiere aus Ostbayern sind, die ausbüchsen, konnte die Polizei uns nicht beantworten. Kuh und Känguru ist das eh wurscht. Sie genießen ihre Freiheit in Ostbayern, solange sie können. Und die Polizei sucht eben weiter.